Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Der musikalische Ostergruß kommt direkt aus meinem Wohnzimmer zu euch nach Hause und es ist etwas zum Mitmachen für alle. Ich habe mir überlegt, wie wir den Osterjubel vielleicht ein Stück weit zu uns nach Hause holen können und mir ist ein Osterlied aus Tansania eingefallen. Er ist erstanden, Halleluja! Die meisten kennen es bestimmt. Wer den Text nachlesen möchte, findet es im Gesangbuch unter der Nummer 116 oder im Kindergesangbuch auf der Seite 116. Und da ihr ja wahrscheinlich nicht alle eine Orgel zu Hause habt, gibt's von mir einige Anregungen, wie ihr das Lied trotzdem fröhlich begleiten könnt. Ihr braucht eure Stimme und eure Hände. Macht einfach mit! Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Er war begraben 3 Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank. Denn die Gewalt des Todes ist zerstört, selig ist wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Soweit meine Anregung. Vielleicht fällt euch ja noch was anderes ein. Probiert's einfach aus. Und vielleicht wird es noch schöner, wenn Mama oder Papa eins sich überlegen und ihr ein anderes nehmt, dann klingt es noch viel schöner und viel voller. Und falls euch das alles zu kompliziert oder zu umständlich ist, habe ich auch noch eine andere Idee. Wahrscheinlich haben einige von euch in ihren Osternestern so kleine Eier gefunden, die ein gelbes oder oranges Innenleben haben. Die kann man auch ganz prima zum Musizieren benutzen, indem man die Schokolade isst, die Eier leert und dann in die Eier hineintut, entweder kleine Kieselsteine, das klappert ganz ausgezeichnet, oder man nimmt Reis, den habt ihr bestimmt alle zu Hause, und füllt den in das Ei hinein, macht es zu, auch das rasselt ganz wunderbar. Damit könnt ihr das Lied auch begleiten. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Probiert's aus. Und was mir noch eingefallen ist, bestimmt gab es auch in einigen Osternestern so kleine goldene Hasen, Lämmer oder vielleicht habt ihr noch einen Weihnachtsmann übrig. Die Hasen sind gar nicht so wichtig, die könnt ihr erstmal beiseite tun. Das Einzige, was wir brauchen, sind diese kleinen Glöckchen, die den Hasen um den Hals hängen. Vielleicht fliegen auch, so wie bei uns zu Hause, noch in vielen Ecken solche Glöckchen rum. Nehmt die einfach, je mehr ihr habt, umso besser und holt euch damit das Osterläuten nach Hause. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.